So, dann kommen wir erstmal zu der letzten Folge, die ich heute aufnehmen werde. Und euch hat letztes Mal so ein bisschen geärgert, gestern, und heute lösen wir mal auf, was wir damit machen. Mir ist ja schon eine Idee gekommen, wie wir dieses Spinnnetz befestigen können. Wir haben noch diesen Becher. So, und das Zeug war hier übelst klebrig, das wussten wir noch. Voll dickem, süßen Sirup. Genau. So, jetzt bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das mache. Benutze ich jetzt den Pinsel mit der Tasse, oder? Okay. Jetzt habe ich einen klebrigen Pinsel. Ja. Eindeutig, zweideutig. Jetzt nehmen wir den und machen es darauf. Oh, Mann. Das geht ganz schön tief runter da. Das mache ich besser bei Tag. Ah! Es ist ärgerlich. Dieses auf Tag und Nacht geschaltet ist ja irgendwo eine coole Sache, aber manchmal ist es doch ein bisschen creepy und nervt. Alles klar. Oh, jetzt auch ein Blick in die Ferne. So viele Bäume. Ich frage mich, wie viele Tiere es dort draußen gibt. Und wie viele von ihnen wohl gerne Blausaft trinken. Ja, die Frage werden wir wohl, denke ich mal, nicht auf den Grund gehen können. Da. Okay, jetzt ist der Ast klebrig. Müssen wir das auf das Spinnen jetzt auch nochmal anwenden? Da muss kein klebriger Sirup drauf. Achso, da. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Okay, dann können wir das wahrscheinlich jetzt schon ranmachen. Super. Super. Mein Spinnensinn jubelt gerade. Jetzt stellt sich mir die Frage, was mache ich damit? Müssen wir jetzt nach rein und das Ding wieder deaktivieren, oder? Ist das vielleicht dafür, dass ich diente? Ah, okay. Der Schnürsenkel ist gerissen. Das war's dann wohl mit meinem schönen Wurfanker. Sich damit wohl erledigt. Ah. Wieder raus. Da haben sich Pusteblumenschirmchen im Netz verfangen. Genau. Aber so komme ich da nicht dran. Der Schnürsenkel ist gerissen. So langsam wird es aber echt mal ärgerlicher. Das wäre aber. Machen wir da jetzt eine Pusteblume draus oder Löwenzahn basteln oder? Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Nee. Okay, ein Stock da vielleicht? Nichts. Ja. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Ja, ich vergesse es immer wegzumachen. Können den Dank nicht aufnehmen? Ah, Tatsache. Okay. Ich habe ein Pusteblumenschirmchen. Jawohl. Challenge complete. Oder wie? Füchse lernen mit dem Zauber. Ja, das hat man alles schon, aber. Ist alles gelb? Ein Poet. Inspiration. Ist wie ein Frosch ohne seinen Teich. Sollen wir vom vierten Portalbaum herunter. Aber ohne Flügelbrechung schon hilfreiche Stufen hinaufzugelangen. Das haben wir gemacht. Tragen nur denen, mit denen sie Flügel wahrnehmen. Das sagt mir jetzt gerade irgendwie nicht viel davon aus, was ich jetzt zu tun habe. Vor allem, ich bin mir gar nicht so bewusst, dass wir mal diese Aufgabe überhaupt angenommen hatten, irgendwie so Pusteblumen aufzunehmen. Mhm. Aber dieses Portal muss ja bei diesen Motten sein. Und da kommen wir nur bei Nacht rein. Die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist, wie weit wir was da machen müssen, dass wir da reinkommen. Den guten Haken haben wir auch verloren. Was mich total ärgert. Wir haben wieder eine Sache verloren. Okay, genau, hier hoch war das, ne? Genau.
Rein ins Portalchen. Ach, wir haben die Flügel sogar noch. Ah, okay. Da hat man was. Da war mal was am Wachsen. Das ist ja ein Samen, ne, eigentlich. Vielleicht können wir den da reinpacken. Dann mal raus mit dem verdörrten Ding und rein mit dem neuen Samen. Wachse und gedeihe. Es geschieht nichts. Ist das nicht ein besonderer Blumentopf? Er ist besonders rein, doch kein Zaubertopf. Wird der Samen denn jetzt trotzdem rechtzeitig sprießen? Dass du uns helfen willst, macht diesen Ort schon wärmer. Doch nicht warm genug, um diesen Keim rechtzeitig zu wecken. Wenn ich ein Löwenzahnschirmchen wäre, würde ich ja auch keine Wurzeln schlagen wollen. Wir haben aber unseren Grünzauber. Das heißt, wir könnten den doch eigentlich zum Wachsen bringen, oder? Es funktioniert! Sie wächst! Aber was bringt das jetzt? Es funktioniert? Hurra! Party? Du hast es wirklich geschafft. Du hast den verdörrten Boden dazu gebracht, die Früchte zu tragen, die unser Überleben sichern. Jeremias, du bist wahrhaftig der Zauberfalter, den wir gesehen haben. Na, eigentlich bin ich... Egal, wie merkwürdig du aussiehst. Was? Danke, aber... Du suchst das Portal. Genau. Oh, sehr schön. Und du hast es gefunden. Einst kamen wir durch jenen Spalt in diese Welt. Die Welt, die du dort finden willst. Die wir hinter uns gelassen haben. Bist kalt geworden. Furchtbar kalt. Aber ich habe keine Jacke dabei. Die Kraft unserer ungeschlüpften Hohepriesterin wird dich schützen, so wie sie uns auf unseren Reisen schützt. Es scheint uns bestimmt, weiterzuziehen, genauso wie auch dir, Baumläufer. Okay, haben wir noch Platz für einen Zauber? Nein, ne? Einmal mit zwei dürfen es, glaube ich, noch werden. Mal kurz nochmal unser schlaues Kettchen. Ja. Ich würde sagen, hindurch, ne? Du wirst diese Welt verändert vorfinden, wenn du aus der Kälte zurückkehrst. Ich spüre, wie sich das Schicksal zusammenballt. Wenn du in dieser Welt, so wie du sie kennst, noch etwas suchst, betritt das Portal noch nicht. Willst du diesen Spalt jetzt durchqueren? Warum nicht? Ich glaube, wir wären ja nicht so weit. Wir wären ja nicht so weit gekommen, wenn wir nicht alles erledigt hätten. Und, von dem her, ja, bitte. Ich bin bereit. Ich habe alles, was ich brauche. Dann ziehe weiter. Bis später und danke. Oh Mann, jetzt bin ich gespannt, was da auf uns zukommen wird. Vielleicht wird er höher fliegen als alle anderen. Dann wird nicht einmal das Feuer seine Flügel versengen. Doch zuerst wird er in die Tiefen stürzen. Und niemand wird da sein, um ihm zu helfen. What the fuck? Ich denke, da wird's kalt. Oh Gott. Oh! Wo bin ich denn hier gelandet? Hier rechts hat was geblitzt. Halt! Moment mal! Ich friere ja gar nicht.
Und Flügel habe ich auch noch. Der Schutz der Nachtfalter scheint zu wirken. Okay, den Stein habe ich gesehen, weil er irgendwas geblinkt hatte. Ich glaube, vom Portal waren. Was ist denn das Ding da? Das hat ein Gesicht. Da. Da flüstert wohl nichts. Da flüstert wohl nichts. Warum nicht? Mann, oh. Nochmal? Noch etwas weiter graben. Okay. Das sind zwei. Oh, es ist eine Statue. Der Kopf von einer Statue, wie das steht. Kopf einer Statue. Ein Sterblicher weckt mich. Sprich zu mir, Sterblicher. Die mit mir sprechen will, das stimmt wohl. Du bist die erste Statue, die mit mir sprechen will. Ich bin keine Statue. Ich bin ein vergessener Gott. Okay. Was für ein Gott ist er denn? Was für ein Gott bist du denn? Ein großer Gott muss ich sein, dass ich hier so lange überdauert habe. Ungerührt von Sturm und Kälte. Das soll nicht unhöflich klingen, aber... Du bist ein Stein. Sicher, dass du nicht nur eine Statue bist? Oh. Nur eine Statue? Du wagst es. Doch, vielleicht hast du recht. Vielleicht trage ich nur das Gesicht eines Gottes. Vielleicht bin ich nur ein Stück Fels, das schließlich in der Kälte zerspringen muss. Du bist aber nicht zersprungen. Und was sollte der Blitz bedeuten? Ich dachte, der würde das beweisen hier so. Aha, guck mal. War icke. Aber nee. Wo bin ich denn hier überhaupt? Dieses Land war meiner Sippe geweiht. Man sagt, eine Wurzel des Weltenbaumes reiche bis in diese Berge. Von dort sollen wir gekommen sein. Lange vor der Kälte wurde ich als Gott verehrt. Bin ich doch ein Gott? Aber irgendwie... ja. Ne? So, ich muss leider weiter. Haust rein. Geh, Sterblicher. Ich trotze weiter diesen kalten Zeiten. Möchtest du eine Decke haben? Okay. Dann schauen wir uns mal um. Sieht aus wie ein Baum, ne? Oder Blitz eingeschlagen ist? Ja. Ich könnte schwören, dass ich da am Berghang gerade einen Jungen gesehen habe. Einen kleinen Jungen mit Flügeln. Fantastisch. Jetzt verliere ich also völlig den Verstand. Nein, nicht unbedingt. Darf ich kurz stören? Großartig. Ich rede nicht nur mit mir selbst, jetzt fange ich auch schon an zu halluzinieren. Aber ich bin keine Halluzination, ich bin Jerry Haselnuss. Aber ich bin keine Halluzination, ich bin Jerry Haselnuss. Haselnuss, natürlich. Ich verliere eindeutig den Verstand. Was machen Sie denn hier, ganz allein im Nirgendwo? Was glaubst du denn? Ich verschwende meine Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf den Polwal. Aber ist ja auch kein Wunder, dass ich ihn nicht finde. Meine Ausrüstung ist kaputt gegangen. Und heute ist Weihnachten. Ich habe versprochen, mich zu Hause zu melden. Verdammt! Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man etwas unheimlich Wichtiges erledigen muss. Bevor man dann heimgehen kann. Der Junge mit den Flügeln und dem Zylinder versteht mich. Zum Glück funktioniert mein Funkgerät nicht. Wenn ich das jemandem erzähle,
Schatz.